Die deutsche Radsportlegende war ein Freund, kann man schon sagen, von Roy Black. Und Roy Black war ein Freund des Radfahrens. Und was machen eine Radfahrlegende und ein Freund des Radfahrens zusammen? Hm? Radfahren, richtig. Und der Mann, der mit ihm Fahrrad gefahren ist, ist heute hier. Herzlich willkommen, Rudi Altig. Dankeschön. Hallo, Herr Altig. Bleiben Sie einen kleinen Augenblick mit mir hier stehen und genießen Sie den Applaus. Ja, ist das richtig, ne? Rad gefahren sind Sie zusammen und noch einiges mehr. Ich glaube, auch zwischen Ihnen beiden hat sich eine ganz überraschende Freundschaft entwickelt. Ja, diese Freundschaft hat sich ergeben während des Radfahrens. Er hat einmal im Ahrtal ein Konzert gegeben und das ich besucht habe, ich meine, ich habe ihn vorher schon mal kennengelernt, da haben wir gesagt, ja, wenn es mal irgendwie die Möglichkeit ergibt, dann bekommt er eine Trainerstunde von mir. Und aus dieser Trainerstunde ist dann ein bisschen mehr geworden und wir haben uns dann im Laufe der Zeit angefreundet. Und wenn er von Süden nach Norden gefahren ist oder von Norden nach Süden, ist er meistens bei mir zu Hause vorbeigekommen. Nee, von Norden nach Süden, haben wir gerade gehört, war am Westhofener Kreuz. Oder ja, hat er ihn noch, auch? Das ist aber noch mehr im Norden. Okay, kommen Sie mit aufs Sofa und erzählen Sie mir mehr über diese Freundschaft. Rudi Altig. Schönen guten Abend. Ja, hab schon. Nehmen Herr Dries bitte Platz. So, ich darf mal ganz kurz hier zwei Herren zeigen. In engen Hosen, strammen Waden, durchtrainiert. Ja. Was hat er denn so geliebt an dieser Zeit mit Ihnen? Er hat es geliebt, dass er, weil er einfach wusste, er kann mit mir ein bisschen Kondition machen. Und wir haben ja während dieser Sendung schon gehört, dass er manchmal ein bisschen geschwächelt hat, was die Kondition angeht. Und da hat er mit mir sehr viel Freude und ich mit ihm auch sehr viel Freude gehabt, weil ich mit ihm nicht so schnell fahren musste, wie ich früher immer fahren müssen. Kein Konkurrenzdruck. Sagen Sie mir mal, lieber Herr Altig, in was für einem Zustand war denn Roy Black, wenn er bei Ihnen und Ihrer Frau ankam? War er entspannt? War er müde von der Tournee vielleicht? War er hektisch von Dreharbeiten? Man hat immer gemerkt, dass er, wenn er von Konzert kam, dass er zufrieden, dass er abgespannt war. Und es hat ja eine Weile gedauert, bis wir uns echt angefreundet haben. Und da haben wir dann doch gemerkt, dass nach dieser Abspannung, dass er manchmal was gesucht hat, was schwer zu finden ist. Mhm. Und, er wusste, dass er bei mir vorbeikommen kann, wann er wollte. Er hat auch des Öfteren bei mir geschlafen. Oder nicht mit mir, sondern bei uns zu Hause. Und wir haben auch tiefere Gespräche manchmal geführt. Und, darf ich fragen, worüber er mit Ihnen sprechen wollte? Denn Sie kamen ja eigentlich jetzt nicht aus seinem beruflichen Umfeld. Worüber haben Sie gesprochen? Ich meine, wir sind uns natürlich näher gekommen über das Sport, was wir so machen, um sich zu erholen und abzuspannen, weil wir ja auch irgendwo mit Publikum zu tun haben. Nur ist das Publikum bei uns nicht so nah am Rockzipfel, wie das bei Roy der Fall war, weil wenn man uns am Rockzipfel angefasst hätte, wären wir vom Rad gestürzt. Also bei ihm mit der Bühne und so, da kommt das Volk näher heran. Wir haben doch ein bisschen mehr Abstand. Aber wir haben uns sehr, sehr oft darüber ausgetauscht, wie man damit fertig wird mit diesem Ruhm. Ja, aber also, was mich erstaunt, ich finde das ja auf der einen Seite bewundernswert, dass Sie natürlich sagen, es hat sich diese Freundschaft entwickelt. Wir haben uns beide auch die Zeit geschenkt, was ja sicherlich bei so einem vollen Terminkalender auch nicht immer ganz einfach war. Aber er hatte ja auch eine Frau, er hatte ja selber auch einen Sohn aus dieser Beziehung. Warum hat er die Gespräche, das ist jetzt zumindest mein Eindruck, dann häufig mit anderen gesucht und nicht mit der eigenen Familie? Ja, weil irgendetwas bei ihm nicht ganz so gestimmt hat, wie er es sich gewünscht hat. Wolfgang Kaminski war eines Abends einmal bei uns zu Hause und er weiß auch, als Wolfgang gesagt hat, Roy, komm, wir gehen jetzt, dann hat Roy gesagt, nee, ich bleib hier beim Rudi. Und Roy ist dann geblieben, Wolfgang ist losgefahren, eine halbe Stunde später sagt Roy, wollte irgendwo noch was erleben, es war nachts um 12 Uhr, wollte noch was erleben, wollte noch mal raus, irgendwo hin, wo kann man noch hingehen jetzt. Ich sag, pass auf, Roy, du hast genug gemacht heute, du bleibst jetzt hier bei mir zu Hause und morgen früh beim Frühstück unterhalten wir uns ein bisschen. Und da ist er dann gesessen und wir sind dann zusammen ins Bett gegangen, also er in seins und ich in meins. Gut, dass Sie das nochmal so deutlich. Ja. Und nächsten Morgen hat meine Frau dann Frühstück gemacht und da haben wir, ich glaube, fast 2,5 Stunden gefrühstückt und hat er sich
bedankt bei mir und sagt, Rudi, pass auf, das hat mir sehr, sehr gut getan und so ein Zuhause, wie du es hier hast, das wünsche ich mir, das suche ich. Und da habe ich mit meiner Frau das Gefühl gehabt, dass er irgendwo eine Harmonie, dass er immer so ein bisschen unruhig war, dass er noch nicht das Zuhause gefunden hat, das Nest, wo er sich echt wohlfühlen konnte. Damit sprechen Sie nochmal genau einen Punkt an, zu dem wir nochmal einige Ausschnitte haben. Denn mein Eindruck ist auch gewesen, hatte diese innere Unruhe, ja, diese Rastlosigkeit. Auf der anderen Seite war er natürlich auch so eine Art Workaholic. Und es kommen auch jetzt nochmal im nächsten Einspielfilm zur Sprache diese ersten Herzprobleme. Du hast dich durchgeboxt, du bist angezählt worden. Aber auszählen lässt sich ein Roy Black nicht so schnell oder ein Gerd Höllerich? Nein, ich kann von meinem Schicksal, von Krankheiten, von solchen Dingen, kann man ausgezählt werden. Aber ich lasse mich nicht in meinem Beruf auszählen. Du stehst wieder im Ring. Ich will kein Krüppel sein und deswegen arbeite ich mehr als zuvor. Ich beweise mir und ich beweise vor allem, ob ich es beweise, weiß ich nicht, ich will beweisen, einer Presse, die mich halt partout zum armen Herzkranken machen will, ja. Da habe ich einen ungeheuren Hass und eine Energie und einen Trotz und einen Stolz, oder wie immer Sie das nennen mögen, in mir, den zu zeigen, ihr kriegt mich nicht unter, damit nicht. Black is back. Black is nach wie vor beautiful, kann man sagen. Du hast einmal gesagt, Hits sind wie Aktien. Nun sind die Aktien in diesem Jahr im Keller, ja, aber deine wieder, Gott sei Dank, unheimlich gestiegen. Ja. Das freut uns alle. Ne? Er ist wieder gesund, ja, und er ist der Alte geblieben. Was auch deutlich wird, und so viel ist ja klar, also bei allen Auf und Abs in dieser Karriere, er ist, glaube ich, ein Mann, der sich nicht unterkriegen lässt. Ne? Hat Sie das bis jetzt überrascht, dass er so eine Nähe entwickelt hat zu der Familie Thiemann, oder dass man auch sagt, so, hier bleibe ich jetzt mal über Nacht und lass mich da fallen und kann mich dann auch privat ein bisschen öffnen? Ja, das hat mich schon sehr überrascht. Also das muss dann schon sehr öde gewesen sein bei ihm. Was sein Privatleben, seine wirkliche Familie betraf. Also uns wäre das nie eingefallen. Das war die Sehnsucht nach einem kleinen bisschen Zärtlichkeit. Und davon hat Roy Black ja auch schon gesungen, oder? Irgendwann hast du mit mir geträumt. Manchmal nachts in meinem Arm geweint. Mitten in der Nacht bist du gegangen, mitten in der Nacht kamst du zurück. Wieder fing ich an dich zu glauben, es war nur ein Augenblick. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit, mehr kann ich dir heute Nacht nicht geben. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit, dein Herz ist nicht so mehr bereit. Gefühle für die Ewigkeit, das gibt es nicht in deinem Leben. Ein kleines bisschen Zärtlichkeit ist etwas, das...